Ich grüße euch, hier ist Tobi, 33 Drittel zurück für euch mit einem neuen Video. Ja, der eine oder andere hat oder vermisst vielleicht bereits schon die 10 Best Album of the Year, My Personal 10 Best Albums of the Year Serie. Sachen liegen hier schon bereit, aber heute ist erstmal was anderes dran. Heute wollte ich euch nochmal teilhaben lassen an einer Sammlung, die ich gekauft habe. Eigentlich wollte ich euch jetzt gerade zeigen, was im Hintergrund. Ah, da ist er. Was im Hintergrund läuft. Erstmal das Spy mit Contortions. Ist, glaube ich, so ein französisches Projekt. Sehr abstrakt New Wave Sound. In diese Richtung würde ich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Talking Heads Einfluss, aber ein bisschen rougher alles. Ihr hört es vielleicht schon. Ein bisschen punky, Post-Punk vielleicht auch noch bei. So, da würde ich es ein bisschen einordnen. Ziemlich geiler Scheiß. Genau. Das Video heute, worum geht's? Genau, ich habe ein bisschen angefixt durch Guido und seine schöne Sammlung, die er gefunden hat. Auch mal wieder eine Anzeige geschaltet. Und ja, es hat nicht lange gedauert. Tatsächlich eine halbe Stunde später habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem aus Krefeld, der schrieb, ja, ich habe nach einer Haushaltsauflösung habe ich 4 Umzugskartons voll Schallplatten. Ich dachte, ja, cool. Ohne Foto oder so. Ja, geschrieben, ja, interessant auf jeden Fall. Gibt es denn eventuell vielleicht irgendwie eine kleine Liste oder ein paar Fotos, dass ich einschätzen kann, ob das Ganze was für mich ist? Weil wenn ja, wenn ich so einen Eindruck kriege, muss nicht viel sein, nur so ein Kurzeindruck, dann würde ich mal vorbeikommen und mir das Ganze anschauen. Ja, schnell 4 Fotos bekommen, die ihr jetzt hier einmal kurz sehen könnt. Wie ihr seht, nichts wirklich aussagekräftiges, großartig, Standardware, aber immerhin keine Sampler oder sowas, wo ich mir gedacht habe, komm, fährst mal hin, machst nichts verkehrt. Ne? Genau, gesagt, getan, vereinbart abends 18 Uhr, komme ich mal vorbei, hingefahren, schönes Reihenhaus in der Innenstadt. Genau, hinten im Garten standen die Kartons draußen auf der Terrasse, Kartons schon relativ abgeranzt. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, schaust du mal, guck mal rein, vielleicht ist da was für dich dabei. Durchgeguckt, wieder waren doch gute Sachen bei gewesen, auch gute Zustände tatsächlich. Ich dann auch gesagt habe, ja, was machst du denn, willst du denn, sagt er, ja, kannst du einzeln raussuchen. So, ja, ich kann jetzt anfangen, einzeln rauszusuchen, oder was willst du denn für alles haben, weil, wäre auch eventuell alles interessant. Sagt er, ja, ich habe ja keinen Bock, das jetzt alles nach einzeln zu hören. Sagt er, komm, pass auf. Ich nehme das alles mit, hab ihm bereits gesagt, ist kurz mit seiner Frau beraten und gesagt, alles klar, nimm mit alles. Alles im allem, knappe 300 Scheiben sind es gewesen. Ich habe ein bisschen was aussortiert, habe für mich einen Posten genommen, neue Sachen und ein paar Austauschsachen. Ja, die gehen zum Teil dann halt wieder raus. Ne? Manche Sachen. Genau, ich zeige euch jetzt erstmal und versuche es alles schnell zu machen, was ich behalten habe. Gar nicht großartig jetzt viel zu jedem einzelnen Album, sondern einfach mal so eine kleine Präsentation, was ich behalte. Und dann nehme ich euch gleich noch durch auf eine Blättertour von dem, was ich wieder abstoße, was Dubletten sind, wo ich zum Teil ausgetauscht habe, bessere Qualität behalten habe und andere. So, ich fange einfach mal an. Es ist wirklich quer durch die Bank. Fangen wir mal an mit Madonna, First Album. Bin jetzt nicht der riesen Madonna-Fan, aber in super Zustand mit allem, was halt dazugehört bei Poster und. Genau. Durfte bleiben. Ich muss mich irgendwie ein bisschen organisieren. Dann Madonna, Who's That Girl? Soundtrack aus den 80ern. Jetzt nicht erschrecken, ne? Das ist eine bunte Mischung durch alles. Fangen wir jetzt halt mal, der Stapel fängt mit sowas an jetzt. Zeltinger, der Chef. Ja, was ist das? Das ist Kölner Kneipenrock, würde ich es nennen. Mag die Sachen wie schleimig und die Safe-Tide ist, glaube ich, live. So ein braunes Cover, die war auch dabei, hatte ich aber schon. Dann
Nena, Feuer und Flamme, tatsächlich nicht gehabt. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, das Album, hier mit Booklet und alles. Ich sag ja, Zustände sind ganz cool, coole Sache, alles im Prinzip normal. Immer so ein Fan, so ein Neuner Kollektion, das finde ich noch ganz geil, Kollektionsding, aber ich wollte ja eigentlich auch nicht zu viel draus machen. Es sind einige Sachen, die ich euch zeigen muss. Also Nena, dann Gina X Performance, das ist ja so New Wave Sound, ich glaube, ist sogar deutsch, ne? Ja, ist deutsch. Habe ich schon eine Scheibe von, ich glaube, das ist ihre erste, die ich habe, drittes Album von ihm, fand ich ganz geil, ich gedacht, die wäre jetzt auch auf Chris Rupp. Dann, ja, eine Disco-Nummer, aber ich liebe den Track Born to be Alive, Patrick Hernandez, darf dementsprechend auch bleiben, kommt auf dem Aquarius-Label. Kannte ich so auch nicht. Zack. Genau, und jetzt mal sozusagen direkt mal zum Anfang mit hinterher was rein hier, warum ihr dann wisst, weshalb ich die Sammlung auf jeden Fall haben wollte. Ja, Mann. Deutsches First Press auf Liberty, am Modul 2, Tanz der Lemminge. Hatte ich schon mal als Repress, jetzt habe ich ein schönes Original in tippitoppi Zustand. Alles so wie das sein soll. Ja, ein bisschen Staub auf manchen Platten, aber ansonsten ist das echt wunderbar. Dann Early UK Press Shades of the Purple, hier mit so einem, ich weiß nicht, dieses Overfold-Prinzip hier bei den Covern heißt, was immer für die frühesten Pressungen spricht. Nicht die allererste, leider kein gelbes Parlophon. Ich hoffte drauf, leider nicht ganz das, aber trotzdem viel eher Pressung als ich habe. Ich habe eine französische First Press, aber UK ist dann schon noch um einiges cooler. Shades of the Purple, wunderbar. Dann Black Sabbath Club. Deutsche Sonderauflage. Wollte ich schon lange haben. Ich liebe das Cover. Ist natürlich von den ersten beiden Alben in erster Linie, wenn ich das nicht falsch sehe, sind es die Tracks drauf. Das Schöne ist, das Ganze kommt tatsächlich auch auf Swirl. Auch hier wieder wunderschöner Zustand. Cover ist nur aus Leim. Muss wieder geklebt werden, sonst seht ihr ja schön glossy Cover. Alles wunderbar. Dann haben wir hier Jimi Hendrix presents the Band of Gypsy. Ist glaube ich auch eine Club-Sonderauflage. Ja, ist eine Club-Sonderauflage auch. Hatte ich auch noch nicht. Ist gar nicht ins Innerstief hier. Ja, wunderbar. Trotzdem auch schöner Zuschauer Polydor. Müssen wir nachher wieder vernünftig wegschicken. Dann ganzer Batzen Inga Rumpf. Reality. Designtechnisch so ein bisschen wie neu oder. Wie heißt das denn nochmal von den Humpel? Das ist das. Neon Babies, alles das gleiche Design. Auch La Düsseldorf. Alles ein Artwork Design auf RCA. Eine späte Inga Rumpf. Dann Secondhand Mädchen, ich glaube ihre erste Soloscheibe. Ziemlich cool auch auf Philips. Wer war denn da noch? Ich hatte hier irgendwas gesehen. Wir sind nee, sagt mir jetzt alles nichts, wer hier so weiß. Inga Rumpf, ja, kennen wir alle von Frumpy. Wunderbar. Mag ich sehr. Dann, wo wir es gerade schon hatten, Jump ist das Inga und Annette Rumpe. Swimming with Sharks. Ich glaube, ihr zweites Sister-Album. Das andere ist ja Humpe und Humpe. Auch bleiben. Dann haben wir Franz K. Trotzdem hart. Die ersten beiden Sachen hätte ich unheimlich gern von ihnen, aber die sind quasi nie zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die zwei heißen, ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Nachdem bin ich schon länger auf der Suche, aber die sind quasi unauffindbar. Sensemann ist die eine, die andere weiß ich gar nicht. Ja, das hier ist zum Beispiel so ein typisches Austausch-Variante, die ist eigentlich immer zerschossen, die Status Quo. Aber die hier ist zum Beispiel in einem hervorragenden Zustand. Ich bin nicht täusche, wenn man hier auch noch. Das ist in der Regel nie dabei. Ja, alles tipptopp. Ja. Hier ist aber eine Scheibe irgendwie too much. Supergroup Festival 2, okay. Ja, egal. So, dann schauen wir hier noch rein. So. Was haben wir hier noch?
Stapel. Ja, was soll ich sagen? Computerwelt hatte ich vorher schon. Die ist in wesentlich schönerem Zustand. Das lief noch alles bei. Auch bleiben. Dann haben wir hier französische Disco-Sound. Ähnlich wie... Ja, wie Space, genau. Ähnlich wie Space. Druid Star Piece. Recherchiert, was ich dann ist auf einem sehr mir nicht geläufigen Barclay-Label. Kriegt mal eine Chance. Franz Karl, Gewalt ist Shit. Austauschkopi. Meine vorherige war nicht so prall. Ist auch auf Aladdin, die andere auch vorher. Dann haben wir. Ja, in hervorragend quasi wie Neuzustand. Yes. Mit der Juicy Edge, so hervorragender Zustand, wie geleckt, als wenn die noch keinen Plattenteller gesehen hätte. Ja, so war es natürlich mal ehrlich. Leider hatte ich hier keinen Mitgift. Sonst würde ich auch Wumpe. Ja, hatte ich ja gesagt, Wumpe Wumpe hier auch nochmal. Austauschedition. Ihr seht ja, die Zustände sind herrlich. Das gleiche gilt für die Lös Rita Mitsuko. Ich kann es irgendwie immer nicht aussprechen. Auch die ist wie neu, meines leider bekritzelt. Und das Vinyl auch nicht mehr so top. Das ist hier in dem Falle anders. Dann! Ich habe ja schon eine wunderbare Feine hiervon, ne? Von der vom White Album. Auch komplett und alles. Und das gilt für die hier auch. Aber jetzt kommt, also hier, ne, ist alles, es ist erstens schön shiny white und nicht so sehr vergilbt wie die meisten. Aber das Krasse ist, ihr kennt ja die Durchnummerierung und ich gehe auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man es sehen? Also es ist, wir haben hier die Nummer 000-7802, also 7802. Schön niedrige Zahl, die behalte ich auf jeden Fall. Tauscht die eigentlich immer ganz gerne immer wieder gegen niedrigere Zahlen aus. Ja, aber da drunter zu kommen, wird schon schwierig. Dann nochmal die T-Connection, die hatte ich ja letztes Mal schon, aber die war ziemlich zerschossen. Die hier ist tippitoppi. Und ja, meine Manfred Mann's Roaring Silence ist leider auch, hat zwei, drei Skips drin. Und da ich das auch unheimlich mag, muss auch hier nochmal eine super saubere Kopie her, wie es hier jetzt der Fall ist. Dann haben wir nochmal, auch die ist bei mir zerschossen, IF 3. Herrlich. Völlig herrlicher Canterbury Jazz Rock Sound auf SR International, also hier eine Deutschpressung, aber auch in quasi geleckt neuwertigem Zustand. Also die Oberperle, die bewahren wir uns mal noch auf. Ah, boah. El Gignola, spätes Werk von ihm. Ziemlich geil mit Drumcomputern. Feiere ich sehr. Gefällt mir sehr. Scenario nennt sich das Ganze. Kann ich nur empfehlen. Dann portugiesische Musik. José Afonso. Es ist, boah, wie nennt sich denn der Stil nochmal? Komme jetzt nicht drauf. Artwork ist auf jeden Fall sehr geil. Ich mag ja so ein bisschen weltmusikmäßigen Sound auch. Es waren 1, 2, 3 Sachen dabei, die gefielen mir noch am besten. Zwei andere schieße ich weiter. Die sind aber noch gar nicht. Er seht ihr gleich. Dann Mac Bochum, Trödeljödel. Wie heißt es mal? Mobile Einsatzkapelle. So, genau. Das ist auf Tricon. Das ist eigentlich so ein Polit-Sound-Label. Kommt auch hier, ne, mit entsprechend Nacht über Deutschland wieder mit schönen, wie soll ich sagen, Politblättern dabei. So ist nicht immer schön, wenn sowas aus den Zeiten noch dabei ist. Genau, Mick Bochum auf Tricont. Die haben ja viel so Politveröffentlichungen gemacht. Dann haben wir George Duke, Dream On. Späteres Teil von ihnen, sehr Synthi-lastig, auch Drumbeats. Aber er macht ja schon sehr coolen funky Sound, aber die späteren, früheren Sachen gefallen mir eigentlich besser als die späteren von ihm. Surround 5, 1, 2, 3 habe ich schon und live auch. Ja, ist nicht mehr so stark wie die frühen Sachen, aber trotzdem Angelina nennt sich das gute Ding auch alternativ zu Surround 5.
aber ist immer noch ein guter Disco-Sound. Dann Working Week. Das ist ja so ein 80s Jazz Pop Projekt. Habe ich auch schon eine von, die Safe Light oder Blue heißt, ich weiß gar nicht genau, diese heißt Compañeros. Die andere gefiel mir besser, aber die ist auch nicht schlecht. Also schöner Jazz Pop der 80er Jahre. Kann man nicht gut gehen. Dann haben wir noch Miriam Makeba. Apropos, glaube ich. Ne, A Promise, Entschuldigung, A Promise of Pläne. Es ist ein späteres Repress, deutsche Variante davon, ja. Miriam Makeba, Exil-Südafrikanerin, die aufgrund von politischer Verfolgung, glaube ich, geflohen ist und dann auswärtig hier mitgemacht hat. Ich mache mal kurz auch den Abflug, um die Musik zu drehen. Einen Moment. Da ist er weg. So. Sweet Cream, und zwar nicht die Sweet Cream, die wir sonst so kennen, sondern Sweet Cream and Other Delights. Ich finde das Cover, ja, ist halt mal eine Neuinterpretation, ne? Und das gefällt mir sehr gut. Ist Disco Sound, Smash Disco Single, I Don't Know What to Do. Sehr geil. Dann, ja. Machen wir mal erstmal mit den Sachen hier weiter. D-Trend Music ist ja 80s Soul, auch auf so Synthie-Basis, elektronischer, also nicht so klassischer Soul, sondern dieser Electric Soul der 80er, den man so ganz gut kennt. Auf Prelude Records, Label, das mir auch noch nicht so bekannt war. Ganz gut, kann man sich gut geben. Dann sehr, sehr cooler Jazz-Sound, bisschen abstrakt auch, wie war der Titel? Grupo Afro-Cuba, Havana Afro-Cuban Jazz. Geht gut ab, finde ich. Kein Contemporary Jazz, bisschen experimentell, bisschen Space Jazz. Gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut. Al Guthrie, Hobo's Lullaby. Ja, was muss man zu Alu sagen? Schöner Folk-Singer-Songwriter. Ich glaube, da ist ein bisschen Staub an der Nadel. Die alte Platte war ein bisschen. Ja, da mich wieder. Das ist das Problem vom Kellerdreher, der hier unten immer offen steht und dann staubt der schon mal ein bisschen zu. Entschuldigt das, da hat sich ein bisschen Staub angesammelt und deswegen ist die Nadel einmal abgefahren. Hier ist ja so mehr Archiv, Partykeller. Genau, hier drehe ich halt immer, weil ich hier meine Ruhe habe. Ja, Mann. Ramones, Rocket to Russia. Ich weiß gar nicht, ist das zweite, das dritte? Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist Sheena's Punk Rocker drauf, unter anderem. Und natürlich Surf and Bird Version von den Ramones. Richtig geiles Teil mit Original Inner Sleeve und allem. Ja, ein bisschen abgerockt an den Kanten. Ist ja auch Punkrock, ne? Das darf dann auch mal abgerockt sein. Aber geile Scheibe, ich habe mich sehr gefreut. Porkology, auch geiler Jazz. Ja, was ist das? Eine deutsche Kombo? Ich glaube, es ist eine deutsche Kombo, jawohl. Auch, ja, nicht ganz so Contemporary. 82 ist das Ding. Auch ein bisschen verspielter. Das Label kann ich auch noch nicht. Es ist das TBS Records Label. So, dann. Ja, auch sowas. Harpe Kerkeling. Honeyline und Co. Ich liebe die alten Harpe Kerkeling Sachen. Ja, die konnte ich dann nicht drin lassen. Dann das hier, so ein Blind-Ding. Fat Chance. Scheint so Pop-Rock zu sein. Das kann man auch ganz schön abgerockt. Aber irgendwie sah die Scheibe interessant aus. 72, ansonsten fliegt sie irgendwann mal wieder in die Kiste rein. Ja, jetzt kommt nochmal an. Ultra, ultra geiles Teil. Würde ich gerne empfehlen. Also, ist Louis Gasca. Wer es nicht kennt, Louis Gasca ist, spielt Flügelhorn. Ist eine Jazzscheibe. Er hat nur 2-3 Stück gemacht. Ist die halbe Besetzung von Santana noch bei, inklusive Carlos.
Wen haben wir noch hier? Wir haben Stanley Clark am Bass. Haben wir noch irgendeinen Lenny White an den Drums. Also das ist schon echt. Genau, und Joe Henderson am Tenorsaxophon. Das ist ein richtig scheiße geiles Album. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr die irgendwo seht, deswegen ihr seht ja die Anschubrechnung mitnehmen. Hammergeiles Teil. Hammergeiles Teil. George Freeman, British Sign, auch sehr cooles, funky, jazziges Album. Er selber Gitarrist, haben wir irgendwie jemanden noch bei, den man sonst so kennt. Sonny Burke, groovt auch ordentlich mit Orgel, ein sehr, sehr cooles Teil. Auch Delmark, auch mir eigentlich so vertrautes Label, ich zeig's nochmal schnell. Delmark, jawohl. Jetzt, das kam oben ein bisschen durch, scheint eine Anpressung in irgendeiner Form zu sein. Also sehr bunt, auch wo die Pressung und alles herkam. Ich weiß auch nicht, ob derjenige, der da dem die Sammlung vorher gehört hatte, wo die aus der Wohnung aus der kam, ob der auch schon sich selber zusammengekauft hat. Spatz, ist eine Funk-Kiste, aber White Funk. Habe ich noch nicht reingehört, kommt auf Good Sound. Sieht interessant aus. White Funk ist immer interessant. Bin ich gespannt drauf. Ich habe noch nicht alles hören können. Ne? Da fehlt ein bisschen die Zeit für. Dann nochmal Oktober, die Pariser Kommune. Ist auch so ein Politrock-Ding. Kommt das auch auf Tricont? Würde mich nicht wundern. Nee, auf Antagon. Mit Blattinformationen hier innen drin ist so linkspolitischer Sound, wenn ich mich nicht täusche. War ein paar solche Sachen bei. Dann haben wir Dream Warriors and How the Legacy Begins. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, Late 80s, Early 90s Rap. Hier sind die Jungs nochmal drauf. Ja, wir werden sehen. Dann Bauhaus The Singles. 1981 bis 1983. The Passion of Lovers, King in the Eye, Spirit, Ziggy Stardust, Lajar, TJ Nick und She's in Parties. Ich bin gespannt. Ich habe vom Bauhaus noch gar nichts. Ist mir mal aufgefallen. Umso glücklicher bin ich um diese Scheibe. Ich bin in Chicago. Ich weiß gar nicht, wie ich nochmal. Chicago gefühlt 18, 19, irgendwie sowas. Okay, jetzt auf die Schnelle raus. Auf jeden Fall eine, die mir noch fehlt. Chicago. George Duke, Don't Let Go. 1978 CBS. Vor der anderen, die ich gezeigt habe, rausgekommen, ist auch eher mein George Duke Sound als die spätere. Gutes Teil. Synthi Sound von guten Tomita. Hier, die ist von 77. So viel habe ich eigentlich noch gar nicht von ihm. Nennt sich Space Fantasy. Space Fantasy, jawohl. Und dann nochmal ein richtiger Kracher. Carambolage. Sagt vielleicht nicht jedem was, ist unter anderem von Rio mit abgemischt, wenn ich das mich nicht täusche. Ist aufgenommen in Friesenhagen, Sommer 1980. David Volksmund Produktion. Das ist ein, ja, ich würde schon sagen, Punk Power Trio Girl Teil auf Deutsch. Kann schon einiges. Die habe ich auch als Upgrade Copy mir jetzt behalten, weil das, mein Cover war ein bisschen zerstoffener. Hier oben ist immer noch so ein kleiner scheiß Preisabriss. Aber ansonsten ist die ziemlich geleckt und richtig. Also die ist richtig rotzig. Rotzig wie Sau. Dann hier so ein Double-Album-Feature-Ding. Die erste ist, glaube ich, Surf and Safari. Oder eine erste Surf and Safari, Beach Boys und The Beach Boys Surf in USA. So ein Double-Club-Cover-Feature-Ding. Oh, fand ich ganz geil. Und es ist geleckt noch in so einem Klebeding, Klebetüten, Japan-Hülle. Ziemlich cool. Dann auch noch drin gewesen. Verschweiß unter die Haut. Udo Lindenberg mit seinen sanften
Songs. Ja. Hab den Film letztens nochmal geguckt, hatte ihn noch gar nicht gesehen und in diesem Zuge habe ich dann die Behaltung. Wobei ich vom Udo fast schon auch alles habe, ne? Aber gut, so verschweißt Udo noch, kann man längst verkehren haben. Genau, dann kommt noch hier Trombone Lines von Albert Mangelsdorff, Trombone Solo. Ja, ich habe schon mal so ein Trombone Solo Ding, das ist ein bisschen nur, ne? Pozaune. Ja, MPS, ne, schwarze Labels. Ja, interessant, gespannt, würde ich es mal bezeichnen. Dann Art Land und Ruby Sub Patrol mit Mark Isham, Bill Douglas und Glenn Cronkheim. ECM-Pressung ist ja die, die mehr häufiger zuschauen. ECM behalte ich alles. Erweitert meine durchaus schon große ECM und vor allem Jazz-Sammlung. Dann auch, das hier ist ein Upgrade. Ich habe das Album schon, ja, es ist eigentlich, nimmt mehr Platz weg und so. Aber ich wollte die Version eigentlich haben. Das hatte ich ja letztens irgendwann nochmal gespielt schon, Bee Gees Odessa. Das hier ist jetzt diese Box Samt-Version. Die ist in sehr schönem Zustand noch. Genau, ich habe auch die ganz normale Cover-Version. Aber das finde ich schon irgendwie ganz geil, diese Sandbox. Und diese Early Bee Gees Sachen sind ja eigentlich echt ziemlich cool. Da habe ich mir gedacht, lieber hättest du auch. Dann kannst du die alte abgeben, auch wenn die ein bisschen mehr Platz wegnimmt. Aber that's the original. Und da stehe ich halt drauf. Ne? So, und also eigentlich hätte ich die Sammlung auch schon wegen dieser einen Platte gekauft, die jetzt noch als letztes kommt. Und wie ihr schon so halbwegs sehen könnt, ein Boosts Cover, also ne, das Really Really Forster, Black Sabbath, Master of Reality und ja, entsprechend halt, komm her, kleiner Einriss am Cover am Anfang, aber you look at this, the original inner sleeve, ja man, so wie es sein muss, schön auf Swirl. Und ja, ganz genau. Mit diesem kleinen Extra, was wir alle haben wollen, aber es nie drin ist. Und wisst ihr was? Ich habe die Sammlung durchgegangen und habe geguckt und da war es bewusst da nicht drin. Aber als ich dann zu Hause war und die Sammlung weiter durchgegangen bin und die Black Sabbath Clubpressung in der Hand hatte und mir gedacht habe, Mann, ist die schwer. Tja, da war das gute, der kleine Bad Boy hier in der anderen Platte drin. Tja, und jetzt habe ich verdammt nochmal endlich eine Mass Reality Swirl Version mit diesem schönen Poster. Das, ich hatte auch letztens schon für die Ken Egebamiyazi Okashon, Egebamiyazi halt, ne, Okashon ist ja nicht eigentlich Titel. Hat ja auch die Finger schon mit dem Poster so solo, ohne die Platte. In zwei Teile war die zerrissen in Gladbach und ich hatte dem 25 Euro angeboten, weil ich die Platte halt komplett haben wollte, aber hat immer noch mehr geboten. Er hat die als zwei Poster angeboten, hat gar nicht gewusst, dass das ein Poster war. Es war in der Mitte, diesen Knickfalzen zerrissen. Ja, schade. Das ist jetzt der geile Scheiß, der bei mir bleibt, beziehungsweise Austauschcover sind, Austauschalben sind. Das heißt, davon wandern auch noch, was ihr jetzt hier gesehen habt, noch immer wieder was in die Kisten, die ich euch jetzt zeige, was ich wieder abgebe. Die blätter ich jetzt einfach kommentarlos durch, um euch so einen Eindruck zu verschaffen, was da drin ist. Zum Beispiel Amodyl ist schon die Austauschplatte von reingewandert, von manchen anderen nicht. Schaut mal einfach mit rein. Ja, genau. Einen Moment, dann gibt's mal Kiste für Kiste. Back.
Ja, manche sind auch doppelt tatsächlich. Dieses kleine feine Stück war auch drin. Schöne Erstpressung. Habt ihr jetzt alles gesehen aus diesem Paket, was ich da gekauft habe? Also ich fand es war echt
da fangen insgesamt, ich habe ein, zwei Sachen, die ich noch hatte, irgendwie untergemischt, wie die habt ihr wie Metal Templar vielleicht gesehen. Die habe ich jetzt nochmal da reingetan. Aber ansonsten war der Großteil halt, alles aus diesem Paket. Ich habe noch ein, zwei von den alten Bruce Springsteen-Platten dabei getan. Habe aber auch nochmal was rausgezogen, was halt so dolle war. Das verschenkt letztens schon, mal wieder einen ganzen Karton an Selbstabholer hier. Genau, die werde ich, muss mal gucken, jetzt die Boxen, was ich mit denen mache. Ob die für Trödelmarkt sind, ob ich die bei eBay reinhaue. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere der Kisten Interesse. Keine Ahnung, könnt ihr euch ja melden, wenn ihr wollt. Ansonsten werden die schon irgendwo einen Abnehmer finden. Ich habe auf jeden Fall wieder Qualität austauschen können, schöne Platten dazu gewonnen. Ja, und alles an allem, glaube ich, dann ganz guten Fitch gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut dahin gefühlt. Ich hoffe, dieses Wochenende, Sonntag eigentlich soll es noch rauskommen, kommen diese kleinen Süßen hier, die My Favorite Personal Favorite Pop 10 of the Year 1967. Das ist damit schon mal angekündigt. Ich habe 10 rausgesucht und dann nochmal so ein paar, wo ich sage, guck mal, die sind Kill Your Darling, die konnten nicht rein, aber die werden auch noch aus dem Jahr. Die mache ich dann noch kurz zeigen. Naja, schön, dass ihr wieder hier wart. Schön, dass sich die Szene so festgesetzt hat und regelmäßig Videos kommen. Ich will nicht wieder zu viel labern, es ist schon wieder sehr lang geworden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.